Ausgestattet mit Körben und Messern und vielleicht ein bisschen Hoffnung machen sie sich auf den Weg. Es geht in die Pilze und zwar in den Wald in Bad Harzburg. Hans Mahnhardt ist geprüfter Pilzsachverständiger und hat zur Wanderung geladen. Zu Beginn wird dabei erstmal Grundsätzliches geklärt. Sie unterscheiden sich von den Pflanzen darin, dass sie kein Chlorophyll haben, also über die Photosynthese keine Nährstoffe bilden können. Und sie unterscheiden sich von den Tieren dadurch, dass sie sich nicht bewegen können. Sie bilden nach den Insekten die zweitgrößte Organismusgruppe weltweit. Den Pilzen fällt im Ökosystem eine ganz besondere Rolle zu. Sie zersetzen zusammen mit Kleinstlebewesen organisches Material. Sie sind Recycler, so wie hier auf dem umgekippten Baumstamm. Dieser Pilz hat die Aufgabe, die Rinde zu zerlegen und mürbe zu machen. Und andere Pilze haben dann die Restaufgabe, nämlich das Kernholz auch zu zersetzen. Weltweit gibt es über 100.000 verschiedene sogenannte Großpilze. Das sind die, die man ohne Hilfsmittel sehen kann. In Europa sind es rund 14.000, in Niedersachsen immerhin noch 5.500. Die Pilze, die in einer Lebensgemeinschaft mit Bäumen sich befinden, die haben eine Partnerschaft eingegangen zum gegenseitigen Vorteil. Das heißt, sie liefern dem Baum Wasser und Mineralstoffe und erhalten im Gegenzug Glucose. Und mit Hilfe dieser Glucose können sie sich auch ernähren. Die Wanderung zum Thema Pilze wird von der Tourismuszentrale Bad Harzburg angeboten. 10 € kostet die 2,5 Stunden dauernde Tour. Die Gruppe besteht aus Urlaubern, aber auch aus Einheimischen. Jeder hat seine eigene Motivation, dabei zu sein. Wir wandern oder suchen immer Pilze, aber es gibt natürlich so viele Pilze am Wegesrand, die nicht bestimmt sind, die vielleicht essbar sind. Und das kennt man halt nicht. Und der Herr Mahnhardt ist halt einfach Spezialist. Manche Pilze sind sehr, sehr schwer zu sehen. Das heißt, es übt unglaublich das Sehtraining. Ich möchte zum einen noch ganz viele Anemonenpilze und möchte auch sicherer in der Bestimmung werden. Also ich habe hin und wieder schon Pilze gesammelt, da guckt man sich die an, überlegt, will ich die verarbeiten oder nicht. Und oft nehme ich mir die einfach zum Lernen mit. Und die Pilzwanderungen geben halt Sicherheit. Und genau die ist wichtig, wenn die Pilze zu Hause im Kochtopf oder der Pfanne landen sollen. Es gibt einiges zu beachten, denn viele Pilze sind ungenießbar, manche sogar giftig. Es gibt von den 150 Giftpilzen, die man in Niedersachsen grob kennt, gibt es 10, die wirklich tödlich giftig sind. Und der giftigste ist der grüne Knollenblätterpilz. Der grüne Knollenblätterpilz ist für 90% aller tödlichen Pilzvergiftungen verantwortlich. Damit es zu keinen bösen Überraschungen kommt, sollten nur Pilze gesammelt werden, die man wirklich kennt. Da sind Fachwissen und Erfahrung gefragt. Viele Pilze sind in ihrer Erscheinungsform sehr, sehr plastisch, ne? Also das muss man schon sagen. Und deswegen kann eine App, eine Pilz-App, auch wirklich nur bedingt helfen. Sie kann unterstützen, aber sie gibt Ihnen nicht die 100%ige Antwort auf Ihre Frage, welcher Pilz ist denn das? Die Menge der Pilze, die im Wald gesammelt werden darf, ist übrigens auf 1 Kilogramm pro Person begrenzt. Im Harz und andererorts gibt es noch mehr zu beachten. Weder im Nationalpark oder in Nationalparken, ich nehme jetzt mal den Plural, noch in Naturschutzgebieten oder FFH-Gebieten darf man nicht sammeln. Da herrscht das Wegegebot. Hier haben wir Landschaftsschutzgebiete, da darf man vom Weg ruhig ab. Sie dürfen auch nicht sammeln in Waldgebieten, die also Privatgrund sind. Da machen sie sich das Hausfriedensbruch schuldig. Pilze gab es heute allerdings wegen des trockenen und sehr warmen Wetters kaum. Deswegen bleiben die Körbe fast leer. Die Teilnehmer nehmen stattdessen neues Wissen mit. Und das werden sie hoffentlich bald im Wald einsetzen können.